So, jetzt gehen wir mal rein zu Marvin, Alter. Boah, hab ich Bock auf sein Video, Digga. Wieder. Vor ein paar Wochen habe ich ja mein Glück versucht, noch einen der letzten Plätze im EM-Kader unserer Nationalmannschaft zu bekommen. Nachdem das nur so semi geklappt hat, habe ich gedacht, zumindest beim Eröffnungsspiel will ich dabei sein. Leichter gesagt als getan, denn normale Tickets unter 300 Euro waren ratzfatz weg. Es haben sich insgesamt über 20 Millionen Menschen auf EM-Tickets beworben. Ganz ehrlich, da ist es wahrscheinlich an 6 am Lotto zu haben. Es gibt natürlich auch noch die Tickets für 4, 5 und 600 Euro. Aber sind wir mal ganz ehrlich, eine normale Familie mit 2 Kindern kann sich das nicht leisten. Und ja, warte. Oder du bist ein dummer Türke, der sein ganzes Geld, was er besitzt, ausgibt, um Türkei gegen Portugal zu sehen und zahlt 800 Euro für Kategorie A. Warum machen nur wir Türken das, Bruder? Es hat nicht mal was damit zu tun, dass wir reich sind. Wir sind nicht reich. Aber warum sind wir die, die am meisten für die Tickets zahlen? Wann kommen wir endlich aus dieser Schublade, Leute? Was muss passieren, dass wir nicht mehr... so viel Geld für Tickets zahlen. Warum ist das normal geworden als Türke? Von den ganzen Zweitmarktpreisen brauche ich gar nicht erst anfangen. Also musste ich mir irgendeinen anderen Weg einverlassen, um ins Stadion zu kommen, damit ich unsere Jungs beim Eröffnungsspiel unterstützen kann. Rede. Deutschland! Digga, wenn er das schafft, ne, ich hab so Bock drauf, warte kurz, Chat. Digga, ich werde heute so reinhauen. Verfettetes, fettetes, fett, fett, fleischfressendes, fett, fett. Ist mir scheißegal. Was wollt ihr machen, Lan? So, wir gehen rein. Ach, Arbeitskollege, hi! Seid ihr das richtige Maskottchen? Nein, das ist der YouTuber. Auf zur Polizei, Abfahrt. Ja, das ist immer die Scheiße, wenn man zu berühmt ist für irgendwelche Sachen, ja. Dass man solche Pranks oder solche geheimen Sachen, Experimente nicht durchziehen kann, weil man erkannt wird, Digga, das fuckt ab. Beim Eröffnungsspiel dabei. Die Spieler, die Trainer, die Fans, aber auch natürlich das Maskottchen. Und Maskottchen liebt doch wirklich jeder. Maskottchen bekommt überall... Oh, das war der coolste. Leo hieß dieser Peach, ne? Einlass. Und deswegen ist mein Plan, ich werde mich als offizielles EM-Maskottchen verkleiden und versuchen, so beim Eröffnungsspiel dabei zu sein, um unsere Jungs am Ende anzufeuern. Zum Glück wurde vor ein paar Wochen das offizielle EM-Maskottchen released. Albert heißt es, ein süßer, kuscheliger, brauner Bär mit einem blauen Trikot. Und das muss ich jetzt einfach nur noch nachbauen lassen. Und wo sind europäische Markenrechte? Völlig egal. Josef, was richtig geht? In China. Und da lasse ich mir mein Maskottchenkostüm nachbauen. Ich habe sogar einen Anbieter gefunden, der das relativ preiswert macht. Emil, der danke hat zum Beispiel dir. Auch schon Stitch von Ice Age nachgemacht oder Olaf von Frozen und sogar King Kong mit einem fantastischen Video. Und ich bin mir sicher, dass die ganzen Filmemacher davon nichts wissen. Knapp 400 Euro soll mich mein Maskottchen kosten. Das habe ich alles schon ausgehandelt. Ist schon teuer. Das ist jetzt schon in Produktion und jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich Versand und Zoll bezahle. Und ich bin mir sicher, der wird am Ende teurer als das ganze Kostüm. Wir sehen uns also in ein paar Wochen, wenn das Kostüm hier ankommt. Es sind noch 3 Monate bis zur Europameisterschaft und heute sehe ich das allererste... Tschüss, 3 Monate, Bruder, wann hat er das produziert? ...mal mein eigenes Maskottchenkostüm. Ich bin sehr gespannt, weil ich es bislang nur von Bildern kenne und ich frage mich, was man für 400 Euro erwarten kann. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, für 400 Euro kann man wahrscheinlich wirklich... Hey, sieht eigentlich ganz gut aus. ...nicht meckern. Aber man sieht, dass diese ganzen... Ach so, tschüss, Bruder. Was hat das für Spaltmaße, Alter? ...Zahlen und diese ganzen Muster hier... Bruder, ey, lass mich nicht schwören, dass das 8-Jährige gemacht haben, Alter. Ja, was ist das denn, Digga? Die haben ja richtig Kinder verarscht. Aber wortwörtlich haben die Kinder verarscht. Wir distanzieren uns. Hand ausgeschnitten sind. Hier sieht man noch die ganzen Ränder. Auch hier alles wahrscheinlich Handarbeit, ein bisschen ausgeschnitten. Aber das Schlimmste ist halt, dass man hier komplett drunter durchgucken kann. Also ich sehe ja den Pullover von demjenigen, der das trägt. Ich fürchte, wir müssen noch ein zweites bestellen und dieses Mal vielleicht ein bisschen mehr Budget in die Hand nehmen. Weil so werde ich da sicherlich nicht reinkommen. Trotzdem vielen Dank. Kriege ich noch einen High Five? Zugegebenermaßen, das Kostüm kann ich so nicht verwenden. Es ist einfach mega hässlich. Da habe ich wirklich am falschen Ende gespart. Das war mega dumm. Gute Maskottchenkostüme kosten scheinbar ein bisschen mehr. Wir werden wohl nicht mit unserer 1000-Euro-Grenze hinkommen. Aber ich habe ein neues Angebot aus China bekommen für 3200 Euro plus wow. Versand und Zoll. Das heißt, zusammengerechnet liegen wir wahrscheinlich über 5000 Euro für unser Projekt. Das ist aber nicht schlimm, weil ich habe die Hoffnung, dass ich dann in meinem Maskottchenkostüm natürlich in erster Reihe stehe. Und das ist es mir wert, unsere Jungs anzufeuern. Das heißt, ich habe ein neues Kostüm in China bestellt. Es ist unterwegs und in ein paar Wochen werden wir sehen, ob unser Projekt noch aufgeht. Der macht auch so schlau, ne, Chat? Guck mal. Der macht schon so, der denkt in jedem Video schon daran, okay, ich werde angeklagt, aber ich versuche so sympathisch und harmlos wie möglich rüberzuwirken. Achte mal.
erster Reihe stehe. Und das ist es mir wert, unsere Jungs anzufeuern. Das ist es mir wert, unsere Jungs anzufeuern. Ja, ne, sozusagen, er begeht eine Straftat, weil er doch unsere Jungs anfeuern möchte. Weißt du, was ich meine? Dieses, warum mache ich eigentlich diese Straftat? Um im Unterbewusstsein zu verkaufen, so, ich will doch eigentlich nur unseren Jungs anfeuern, mäßig. Versuch so ein bisschen jetzt schon Staatsanwaltschef zu verarschen. Das heißt, ich habe ein neues Kostüm in China bestellt, es ist unterwegs und in ein paar Wochen werden wir sehen, ob unser Projekt noch aufgeht oder ob wir ohne Kostüm dastehen. Weil mit dem... Rettet ihn trotzdem nicht? Bruder, sag nicht so. Straftat ist zwar immer Straftat, aber Staatsanwaltschaft handelt nicht immer gleich. Bei jedem Angeklagten gleich, Bruder. Da kommt schon auf Sympathie an, wie wirkst du, wenn du sympathisch bist dem Staatsanwaltschaft. Und keine Ahnung, der findet dich harmlos, dann kriegst du eine geringere Strafe. Das zählt schon dazu, Digga, wie du das verkaufst. Trotzdem gehe ich bestimmt nicht ins Stadion. Endlich ist es soweit. Dieses Paket war locker 6 Wochen Oha. Auf dem Containerschiff unterwegs zu uns hier nach Berlin. Hier drin befindet sich das teure Maskottchenkostüm. Unsere letzte Hoffnung beim Eröffnungsspiel der Nationalmannschaft dabei zu sein. Ich bin sehr aufgeregt. Nicht nur, weil es sehr teuer war, sondern weil es jetzt wirklich ich Wasser vergessen, jetzt ja. sich entscheidet, ob dieses Video weitergeht oder nicht. Dementsprechend lass uns nicht lang schnacken. Lass uns reingucken. Es sieht auch ganz, ganz wild aus. Es sind 3 Kartons ineinander. Ich weiß gar nicht, wo man anfängt. Also bei einer Sache bin ich mir sicher, das echte Kostüm wurde nicht in so einem Karton geliefert. Okay. Der Kopf ist schon mal riesig. Fangen wir mal unten an. Wir haben die Schuhe. Schon mal deutlich bessere Qualität. Man sieht schon, dass die Streifen zumindest mal gerade abgeschnitten wurden. Okay, ich sehe schon mal, der Kopf und das T-Shirt gehören zusammen. Die kann man nicht abnehmen. Die 2, die 4 sauber abgeschnitten, keine Schnittfehler, nicht irgendwie kreuz und quer. Es stinkt unfassbar. Ich glaube, wenn ich hier den ganzen Tag drin stecke, brauche ich danach einen Inhalator. Und das Problem ist, hier ist keine Lüftung drin. Normalerweise haben Maskottchenkostüme immer oben so eine Lüftung, die kann man anmachen, da wird Frischluft reingepustet. Oha. Boah, ist schon ein Weltenunterschied. Das hier kaufe ich zu 99% ab. Klitzekleinigkeiten, die Augen sind ein bisschen anders. Beim originalen Kostüm sind die glänzend. Das ist Plastik, hier ist es Stoff. Ah, okay. Vielleicht müssen wir das am Tag der Tage dann noch mal ein bisschen entfusseln. Aber ich würde sagen, ich setze es einfach mal auf, oder? Und? Weißt du, was das Problem ist? Die Augen sind hier. Mein Kopf ist hier. Das heißt, um dich zu sehen, muss ich so gucken. Also ich bin zufrieden. Bewegungsfreiheit. Sieht stylisch aus, ist schön warm, angenehm. Ich werde mich, glaube ich, wirklich totschwitzen an dem Tag. Aber das ist ja egal, solange ich unsere Jungs beim Eröffnungsspiel anfeuern kann. Unsere Jungs anfeuern, ne? 5.000 Euro für dieses Kostüm ausgeben, aber dafür stehe ich direkt am Spielfeldrand. Ich stehe quasi neben Julian Nagelsmann und kann ihm nochmal den einen oder anderen Tipp geben. Und ich bin mir sicher, mit dieser Unterstützung holen wir den EM-Titel. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Und wir, diese politische. Der Job als Maskottchen, der ist schon ziemlich beschissen. Es ist super heiß in dem Ding, man darf nicht sprechen und man sieht nicht viel. Dementsprechend ist es natürlich auch schwierig, von A nach B zu kommen. Und deswegen hat jedes Maskottchen eine Begleitung. Und bei mir hat das mein Kumpel... Okay, das ist der echte. Okay, die Handschuhe fehlen doch aber. Ja, sonst sieht das ganz gut aus, aber die Handschuhe fehlen. Pascal gemacht. Hallo! Um im Stadion mit Marvin zusammen von A nach B zu kommen, werden wir sicherlich in die ein oder andere Sicherheitskontrolle kommen. Und um da ganz einfach durchzuflutschen, brauchen wir Arbeitsausweise. Gesagt, getan. Vor ein paar Wochen habe ich mich ja bei der Nationalmannschaft eingeschlichen. Und um auf den Trainingsplatz zu kommen, brauchten wir Arbeitsausweise, die wir nachgebaut haben. Damals habe ich bei Kleinanzeigen dieses tolle Schlüsselband gekauft, das wirklich original aussieht wie das, was die Spieler tragen. Was ich damals nicht erzählt habe, ist, dass der gleiche Verkäufer eine Menge Merchandise verkauft, wie zum Beispiel Anstecker, Trainings-T-Shirts, irgendwelche Wimpel, aber auch die originalen, und das ist wirklich kein Witz, die originalen Schlüsselbänder von der EM. Ich weiß nicht, wie der da rankommt. Ich glaube, der hat irgendwann mal bei einer Tombola gewonnen. Das hier sind die originalen Bänder, die alle Mitarbeiter tragen. Falls am Tag der Tage aber rot nicht die richtige Farbe ist, habe ich sicherheitshalber nochmal so ein Schlüsselband gekauft. Das ist ein handelsübliches Fanshop-Schlüsselband, aber in blau, damit wir für alle Schandtaten gewappnet sind. Man muss schon sagen, die EM hat natürlich ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept. Nur was sie wahrscheinlich nicht bedacht haben, ist, dass natürlich jeder Hinz und Kunz vom Balljungen bis zum freiwilligen Helfer einen Mitarbeiterausweis bekommt. Und was machen junge, ambitionierte Mitarbeiter am liebsten?
richtig auf Instagram flexen. Und dementsprechend war schon Tage vor dem Eröffnungsspiel Instagram voll mit... Digga. Granatstück einfach. Perken. Mitarbeiter ausweisen. Boah, stark. Inklusive QR-Code und den ganzen Angaben. Doof für die UEFA, gut für mich. So wusste ich, dass es blaue Schlüsselbänder sind. Hieß also für mich, mein olles Fanshop-Schlüsselband musste dran glauben. Ey, das ist ein geiles Video. Ich hab Durst, Chat. Sorry, es tut mir echt leid. Ich weiß, ich bin ein Arschloch. Tut mir leid. Ich hab's richtig gepimpt. Ich hab Nadel und Faden ausgepackt, es nochmal umgenäht, noch ein Logo draufgedruckt und fertig war das originale Schlüsselband. Danke Flexer, danke Instagram. Da soll noch mal einer sagen, Social Media ist für nichts gut. Wusstet ihr eigentlich, dass man sich vor mehreren Monaten bei der UEFA bewerben konnte für verschiedene Jobs, zum Beispiel um Griso, bei der Eröffnungszeremonie? Danke dir, Döner, Teller und Tomate. Der müsste, Alter, der müsste mal versuchen, in die Area 51 reinzukommen dann. Helfen. Da wäre es doch wirklich hilfreich gewesen, wenn ich da jemanden aus meinem Team eingeschleust hätte, oder? Hi, ich bin Paul und ich arbeite für Marvin für dieses tolle Projekt in der Allianz Arena. Meine Aufgabe ist es, mit 80 anderen Leuten einen Teppich ins Stadion zu tragen, diesen aufzufalten, zusammenzufalten und mit diesem Teppich aus dem Stadion... Oder das ist crazy, das ist crazy. Also, ich glaube, jetzt wird's persönlich, Bruder, jemanden, also sozusagen ein trojanisches Pferd da reinzuholen. Er nimmt die richtig aufs, Bruder. Das nehmen die, das werden die persönlich nehmen. Rauszurennen. Insgeheim schaue ich aber natürlich schon mal, welche Eingänge werden wie benutzt und wo geht vielleicht das Maskottchen rein. Oder so, was, Alter? Eins ist geschafft. Ich habe diesen wunderschönen Ausweis bekommen mit Namen, QR. Bruder, nein, das kann man doch nicht einfach so verfilmen, Chat. Code und was sehr interessant ist, einem NFC-Chip, der hier eingelassen ist. Es könnte natürlich sehr interessant werden für unser Maskottchen, aber schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Bruder, das, guck mal, das ist das Krasse. So, Deutsche, wenn Deutsche kriminell sind, dann sind die dieses geplante, professionelle, unvorstellbare kriminell. Weißt du, was ich meine? Die sind gut kriminell, also so vorbereitet kriminell. Weil Ausländer einfach so, keine Ahnung, auf die Schnelle irgendwas machen, irgendwie Scheiße bauen, kriminell, dumm einfach, ungeplant. Aber Bruder, guck dir das System an, ja? Das ist gerade Kriminalität, Bruder. Das ist Profi, das ist professionell. Mittlerweile haben wir den 5. Arbeitstag. Die letzten 4 Tage hat es nur geregnet. Heißt, der Teppich ist 3-mal so schwer und kaum mehr zu falten. Deshalb sind auch mittlerweile schon ca. 15 Leute nicht mehr zur Arbeit gekommen. Aber es wurde für Ersatz gesorgt. Wir haben 15 neue Kollegen bekommen und diese haben aber irgendwie einen komplett anderen Ausweis bekommen als wir. Da fehlt zum Beispiel der Name und das Bild. Heute war der 7. Tag hier in der Allianz Arena. Heute war Generalprobe mit Pyro, mit Show-Act, mit allen Leuten, die auch dazugehören. Es ist alles sehr unorganisiert und ich glaube, da fällt auch niemandem auf, wenn ein zweites Maskottchen da ist. Könnt ihr euch daran erinnern? Paul hat uns doch erzählt, dass die halbe Crew schon nach wenigen Tagen gemeutert hat und einfach nicht mehr gekommen ist. Woran lag's? Ganz einfach, die Arbeitsbedingungen waren mies, die Stimmung war katastrophal und es wurde eigentlich allen versprochen, natürlich dürft ihr das Eröffnungsspiel live im Stadion gucken. Nach den ersten Tagen kam dann aber raus, nee, dürft ihr gar nicht. Nachdem ihr den Teppich getragen habt, ab nach Hause. Das Mitarbeiterkarussell drehte sich und inzwischen wusste niemand mehr genau, wer gehört dazu, wer nicht und wer ist neu. Und am Tag der Generalprobe hat der Typ, der die Pässe rausgegeben hat, seinen Job nur so semi-ernst genommen. Man ist da hingegangen, hat gesagt, hallo, ich gehöre dazu. Und dann hat er gesagt, ja, hier ist die Liste, streich mal deinen Namen durch. Da haben wir 2-mal einen Namen weggestrichen und haben 2 Zugangskarten bekommen. Das ist so ein bisschen wie wenn man ein Hotelzimmer ohne Frühstück bucht, dann aber morgens zum Buffet rennt und irgendeine fremde Zimmernummer sagt, in der Hoffnung, dass man sich den Bauch vollschlagen kann. Ja. Nur dass es hier halt um die Sicherheit von 66... Das macht Julian jedes Mal. ...tausend Menschen geht. Das hieß für uns, letzte Vorbereitungen treffen, zum Beispiel unsere Arbeitsausweise ausdrucken, folieren und alles fertig machen. Paul hatte mir noch spontan ein Foto von seinem Lieblingsauto geschickt. Da lag zufälligerweise auch ein Parkausweis drin. Dementsprechend waren wir gewappnet und es konnte endlich losgehen. Natürlich braucht jedes Maskottchen auch einen gebührenden fahrbaren Untersatz. Und dementsprechend werden wir, wie bei meinem Debüt als Nationalspieler, diesen schwarzen Bus hier im Hintergrund mit diesen Folien bekleben. Einfach nur aus dem Grund, damit wir einen prominenten Parkplatz bekommen und so einen direkten Weg ins Stadion finden. Schon wieder. Wunderbar, danke dir. Irgendwo, danke dir. Da
Das Stadion war schon halb voll, die Schotten komplett und deren Gesänge No Scotland, no party schallten durch ganz München und das war für mich das Zeichen, ab ins Kostüm, es geht los. Ich gebe immer zwei Streifen gehabt für. Ja, okay. Geil. Auf mein Ohr und auf meine Haut, scheißegal. Da ist noch eins, so. Ja, ja, genau. Ja, ich muss jetzt so sitzen bleiben, wa? Können losfahren. Ich tauche ab, falls hier jemand reinkommt. Wer ist hier reingekommen? Der erste Ordner hat uns einmal durchgewunken und genickt freundlich. Guck mal, sogar mit diesem Ding hier. Hier. Diese irgendeine Karte hier so. Zweiter Ordner, Schritt und zweiter. Ab. Dankeschön. Ja. Halten wir mal fest, wir kommen an der Arena an und wir werden komplett durchgecheckt. Das heißt, es wird mit Spiegeln unter Autos geguckt, der Kofferraum wird geöffnet und natürlich wird auch unser Ausweis kontrolliert. Problem ist nur, der kann natürlich nicht funktionieren, weil die Daten, die haben wir uns ausgedacht, die QR-Codes, die haben wir von den fleißigen Blendern auf Instagram, die das schon eine Woche vorher gepostet haben, einfach fleißigen Blendern kopiert. Und das Ganze haben wir dann noch mit Sekundenkleber zusammengeklebt und vorgezeigt. Hallo, Servus. Dieser Ausweis funktioniert nicht. Nein. Willi, wo bist du? Du hast schon einen ersten Fehler gemacht. Nimm mal alle Karten raus. Die Karte hinten muss nach vorne gelegt werden. Dann kann ich sie scannen. Leg die aufeinander, sonst funktioniert das nicht. Vielleicht ist dieser zu klein? Nein, das ist doch die gleiche. Hab ich schon gesagt. Die Tüte ist zu klein und der Pass ist richtig. Lass die Finger davon. Der nimmt's gar nicht. Normalerweise zeigt er zumindest einen Fehlergrund. Ach, ihr habt ein Parkticket? Na dann passt ja alles. Dankeschön. Leute, wir sind drin. Wir sind drin, Leute. Tiger so stark. Mama, Papa, ich hab's geschafft. Ich bin im Stadion. Bei der EM. Das glaubt mir kein Mensch. Ich hab's geschafft. Ich bin wirklich beim EM-Eröffnungsspiel als Maskottchen dabei. Alter Falter, ist das riesig. Real Talk, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Kannst du mal kurz Mario Gomez herholen und fragen, ob ich ein Foto mit ihm machen kann? Selbst Mario Gomez hat ein Foto mit mir gemacht. Das zeigt doch, wie toll mein Maskottchenkostüm aussah. Aber das hat mir nicht gereicht. Ich stand die ganze Zeit am Rand rum. Ich wollte aufs Spielfeld. Ich wollte zeigen, wie toll ein Maskottchen abdancen kann. So toll, dass selbst Guleo neidisch werden würde. Aber Bruder, warum hat der drinnen keine Kamera? Ich wollte gerade ansetzen zum ultimativen Shuffle, da habe ich schon eine warme Hand auf meiner durchgeschwitzten Schulter gespürt. Ich habe gedacht, das ist meine Begleitung Pascal, die mir irgendwie helfen will. Aber später hat sich herausgestellt, nee, das war eine offizielle Betreuerin von der UEFA. In dem Moment habe ich wirklich gedacht, jetzt ist das Kartenhaus zusammengebrochen. Aber die Frau war einfach super nett. Die hat einfach gesagt, ey, geh mal in deine Kabine, setz mal das Kostüm ab, es ist schließlich warm, trink mal was, halte deine Ruhezeiten ein. Problem ist nur, ich habe natürlich keinen blassen Schimmer, wo die Kabine vom Maskottchen ist. Das kann ich ja auch gar nicht wissen. Dementsprechend war unser Plan, einfach in Bewegung bleiben. In die Katakomben gehen, rumgehen, in der Hoffnung, nicht erwischt zu werden. 2 Minuten später habe ich wieder eine sehr vertraute Hand auf meiner Schulter gespürt. Nur diesmal hat sie ein bisschen fester zugegriffen. Wo habt ihr die Pässe denn bekommen? We are in the hotel. Von wem? I don't know, I just got it. Aha, okay. Komisch.
Die Lage spitzte sich zu. Ich habe wirklich gemerkt, dass die Stimmung gereizt war. Mittlerweile standen nicht nur drei UEFA-Damen neben uns, sondern immer mehr Ordner. Und dann hieß es irgendwann, setz jetzt endlich den Kopf ab. Und als ich dann die erste Reaktion gehört habe, wusste ich, das Spiel ist vorbei. Klärt uns mal auf. Seid ihr das richtige Maskottchen? Nein, das ist der YouTuber. Wir gehen raus zur Polizei. Auf zur Polizei. Abfahrt. Sein Gesicht dann. Ach, Arbeitskollege, hi! Arbeitskollege, hi! Ehrlicherweise habe ich gehofft, dass an dieser Stelle der Arme, Alter. Das Video vorbei ist, dass alle über das Kostüm lachen und die UEFA sagt, hey, mit dem einen oder anderen Subunternehmer sollten wir noch mal in den Dialog gehen, um die Sicherheitsvorkehrungen noch ein bisschen anzuziehen. Ja, ja. Aber der Abend war an der Stelle noch nicht vorbei, der fing erst richtig an. Ich habe ja auch einen journalistischen Auftrag zu erfüllen und deswegen möchte ich euch mal was erklären. Jetzt geht es einmal um die GESA. Das ist die Gefangenensammelstelle. Die gibt es in fast jedem Stadion. In München ist sie im Erdgeschoss. Und da sitzen Menschen, die sich nicht so gut benommen haben. Zum Beispiel der Schotte, der sich gerade gekloppt hat, der Deutschland-Fan, der einen Becher geworfen hat oder ein Typ, der dachte, es wäre eine gute Idee, am Spieltag eine Drohne übers Stadion fliegen zu lassen. Und dazwischen saß ich mit riesigen Plüschschuhen an, dem Unterteil von einem Bärenkostüm, oben noch ein Füllkrug-Trikot und ziemlich durchgeschwitzt. Ehrlicherweise habe ich auch ekelhaft gestunken und habe gewartet, was als nächstes passiert. Und genau in dieser Situation kam ein Polizist und ein Staatsanwalt auf Pascal und mich zu und haben gesagt, so, Kostüm einmal komplett ausziehen, Handys müssen hier bleiben, Mikros müssen hier bleiben und in einen AirPod, den du noch im Ohr hast. Und dann wurden wir von denen in die Zelle gebracht. Und da waren wir erstmal ein paar Stunden. Irgendwann im Laufe der Nacht wurden dann von uns Fingerabdrücke genommen, wir wurden fotografiert und wir wurden gefragt, ob wir uns zu den Tatvorwürfen äußern wollen. In dem Moment waren Pascal und ich nicht so gesprächig. Und dann, gegen 2 Uhr nachts, wurden wir auch entlassen. Und auf dem Weg nach draußen gab es noch einen Stapel Papiere und eine Runde Belehrungen. Da stand unter anderem drin, dass wir deutschlandweites Stadionverbot haben während der gesamten EM. Plus ein paar Platzverweise rund um München. Drittens der Anhörungsbogen, dass wir uns nicht zu den Tatvorwürfen geäußert haben. Ein paar Belehrungen und der goldene Hinweis von einem hohen Funktionär der UEFA, der gesagt hat, wenn hierüber ein Video erscheint, dann werden wir mit aller Entschlossenheit dagegen vorgehen. In dem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert gerne meinen Kanal für weitere Teile. Oder es ist ein Frechdachs, ne? Ciao, ciao. Boah, Bruder. Danke für dein Content. Ich schwöre, wir müssen echt Danke sagen. Also ich vor allem, weil ich darauf reagieren darf. Und er sozusagen die Strafe in Kauf nimmt. Weißt du, was ich meine? Das ist crazy, Bruder. Ich schwöre, er wird eine Strafe kriegen. Chat, ihr wisst nicht, er wird eine Strafe kriegen, Bruder, aber eine richtig fette. Boah, Bruder. Mit UEFA ist nicht zu spaßen, wirklich. Also UEFA, if you see this, I don't like this. Look. I don't like it. It's not cool, guys. It's not cool. I have a big distance of this guy. So, I make distance, Chat. Don't make this at home. Okay?